Früher war das nicht für mich. Ich habe so gedacht, wie kann man hier wohnen? Irgendwie so draußen. Tja, Wohnung kann ich mir schon leisten. Will ich aber nicht. Man ist nie alleine. Hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Das Wichtigste ist halt wie immer Kommunikation. Für mich ist der große Luxus, man muss weniger Miete bezahlen und hat dann dadurch mehr Zeit zum Leben. Hier findet man immer jemanden, wenn man Bock hat, mal zu quatschen, auf einen Kaffee, auf eine Zigarette oder einfach gemeinsam kochen, gemeinsam essen. Es ist auch so groß, dass man irgendwie tagelang ja nicht weg muss manchmal. Es ist wie ein kleines Dorf. Es ist, glaube ich, eine gute Alternative oder auch für junge Leute, die vielleicht gerade zum Beispiel im Studium sind, eine relativ günstige und coole Alternative zur Wohnung. Also ich wollte es einfach ausprobieren, gerade vor dem Hintergrund, wie viel man wirklich braucht, um ja, erfüllt und zufrieden leben zu können. Also Wohnungsleben kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das ist auf alle Fälle ein Zukunftsmodell, wo es jetzt keinen Grund gibt, das irgendwie so schlecht dastehen zu lassen. Und diese Plätze, die sind einzigartig und die Stadt muss das eigentlich echt erkennen, was hier für mega tolle Sachen passieren. Einmal sozial, kreativ, aber auch ökonomisch. Wir ersparen so verdammt viel Wasser, wenn man hier seinen kleinen Kanister im Schrank hat. Dann spart man, weil man das auch schätzen lernt. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, hier nochmal festzustellen, dass man sagen muss, man muss kein Hippie sein, um hier zu wohnen. Man hat ja auch seinen Spaß als normaler Bürger. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für alle, die das hier überhaupt ermöglicht haben. Und wenn der Wagenplatz nicht bleibt, dann kackt den hier wenigstens die Bude voll. Faces and the places and the memories they spot. Don't know the names, but somehow they're all the same. The faces they change, but their hearts are the same. Oh, and I recall this feeling inside. There's no place to run and there's no place to hide. Run your lay, run your lay, run your lay, run your lay, run your lay. When I get home, boy, I'm coming for you. When I get home, oh Lord, I'm coming through. Aimlessly passing by an old church clock. As the time ticks by, all my sins they drop. The breeze in the trees and the sun in the sky. Outside my window, just passing me by. Oh, and I recall this feeling inside. There's no place to run and there's no place to hide. Ich habe eine Ausbildung gemacht und habe da nicht so richtig hinterfragt, wie viel Zeit man am Tag mit Arbeiten verbringt, weil das alle mit 40 Stunden gemacht haben. Dann war ich auf Wanderschaft, habe gesehen, es gibt ganz andere Modelle, es gibt ganz andere Lebensentwürfe von Menschen. Und dann habe ich halt auch über Wanderschaft von jemandem einen Bauwagen bekommen, in dem ich jetzt auch wohne. Und habe dann festgestellt, hier auf dem Platz, man kann seine Zeit ganz anders nutzen und einteilen. Wenn man das Geld gar nicht erst verdienen muss, was man braucht, um das zu bezahlen, dann kann man die Zeit hier verbringen, um Dinge zu machen, die man eher machen möchte. So Dinge, woran die Leidenschaft halt so ein bisschen hängt.
und hat halt auch Zeit rauszufinden, was das überhaupt ist. Das wissen ja auch viele Leute nicht so genau. Davor schon mal so Spinnereien oder Träumereien gehabt, wie man in so einem Wagen wohnen könnte, wie man den ausbauen könnte, wie man sich das schick machen könnte. Und habe dann meinen damaligen Freund kennengelernt. Der kannte hier ein Pärchen, die hier schon gewohnt haben. Haben wir hier nachgefragt und haben uns einen Wagen geholt und haben das ausprobiert. Und ich bin begeistert davon und könnte mir das nicht mehr anders vorstellen. Ich wollte auf keinen Fall wieder in die Wohnung zurück. Dadurch, dass ich ja mit meiner Mutter den ganzen ersten Winter 3 Menschen und 2 Hunde und eine Katze in einem 5-Meter-Bauwagen gelebt habe, gab es am Anfang viele Schwierigkeiten. Ich lebe hier seit jetzt 2 Jahren, 2,5 Jahren. Und genau, ich gehe aktuell in die 8. Klasse, bin ziemlich naturwissenschaftlich interessiert und ich habe jetzt meinen eigenen Wagen. Ich finde Leben auf Wagenplätzen schon immer toll. Ich habe auch schon mal in einem alternativen Wohnprojekt gewohnt. Das war so meine erste Wohnung. Und ja, und dann bin ich halt im Prinzip über Freunde hierher gekommen. Ja, und dann habe ich meine Liebe gefunden. Wie bin ich denn hergekommen? Naja, durch Freunde. Ich wollte mal mit Kochen irgendwo Küfer mitmachen und habe das ja kennengelernt. Ich habe das vorher gar nicht so gekannt. Und die beste Erfahrung meines Lebens, muss ich sagen. Ja, also ich will auch jetzt wirklich gar nicht in eine Wohnung wohnen. Ich bin ja so oft draußen, auch im Winter bin ich oft draußen. Tja, ich find's schön. Was will man mehr eigentlich? Das ist cool, ja. Ja, wir sind jetzt, ja. Wir wollten jetzt irgendwo hin, Bahnhof oder so, wir suchen jetzt was und das ist uns jetzt aufgefallen und das war jetzt hochinteressant hier. Ich habe gesagt, da ist ein Auto, was eben ein LKW, das ich dachte, die vermieten das hier, ich dachte, das ist mal vermietet. Und dann haben wir vorne gefragt, ja, das ist bewohnt. Woher kennt man das? Weiß man sowas, wo man da hin kann? Wenn man Wagenplatz Dresden eingibt, dann kommt man direkt auf unsere Seite. Da weiß man ja nicht, was man eingeben soll. Viele suchen sowas und wissen nicht, was sie eingeben sollen. Also ich kannte Wagenplätze schon eine Weile, weil es in Dresden ja diesen Freiraum e.V. schon lange gab. Und ich habe lange in einer Studenten-WG gewohnt und die hat sich dann irgendwann aufgelöst, weil dann alle mal schon länger fertig waren. Und da habe ich quasi die Chance ergriffen, weil ich wusste, dass es hier den neuen Wagenplatz schon gab. Und dann ging das auch klar und ich habe mich nur gefragt, warum hast du das nicht ein Jahr eher gemacht, weil ich das schon immer interessant fand. Es wird halt immer hier gedreht, wenn es total chaotisch ist, wenn wir im Abbau sind oder im Aufbau sind, aber nie, wenn wir fertig sind. Ich lebe jetzt, keine Ahnung, seit 3 Jahren, glaube ich, hier mit meinem Freund zusammen im LKW. Damals, wo ich noch mein kleineres Wohnmobil hatte, stand ich halt immer an der Elbe oder bin halt rumgereist oder habe immer irgendwo gestanden. Und dann habe ich halt Sela kennengelernt und der hat mir dann den Wagenplatz hier in Dresden gezeigt. Der war jetzt ziemlich versteckt, ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Und dann gab es die Wagenplatzfeste und so und da konnte ich ein paar Leute kennenlernen. Und jetzt haben wir 2 LKWs, und also eine Zweiraumwohnung quasi. Und genau, dann sehe ich hier seitdem und will nicht mehr weg. Und auch nicht mehr in die Wohnung. Also ich bin Sela. Ihr seid hier in meinem LKW, mit dem ich zusammen mit meiner Freundin wohne und 2 Hunden. Ich wohne jetzt knapp seit 4,5 Jahren hier. Die Beweggründe waren eigentlich das freie und autarke Leben. Also Selbstversorgung mit Wasser, Strom und das Mobilsein. Dass egal wo ich bin, meine Wohnung immer mit ist. Dass wenn man lange wegfährt, auf nichts verzichten muss und alles dabei hat. Und home is where you park it halt. Also wir wohnen hier zu momentan 3 Erwachsene und 6 Kinder. Genau, und verteilt auf 3 LKWs. Ja, ist ein riesen Patchwork. Das ist ganz interessant, ist aber auch total schön für die Kinder hier, weil sie halt so eine große Gemeinschaft erleben, wo die Kinder halt wirklich auch jeden kennen, wo wir jeden kennen.
wo die Kinder halt auch ihren Freiraum haben, wo sie halt einfach mal auch spielen können, aber trotzdem geschützten Raum, weil alle Erwachsenen halt immer wieder so ein Auge drauf werfen, ne? Dass denen halt auch nichts passiert. Also ich habe mir eigentlich schon immer mal gewünscht, so zu leben. Eigentlich war mein ursprünglicher Plan, ein Grundstück zu suchen und dort zu leben, aber das fällt halt natürlich in der Stadt halt ziemlich schwer. Wir leben hier seit knapp 5 Jahren. Wir, das ist mein Freund James, meine Katzen Lotta und Balu und ich. Ich habe dann erstmal einen Wohnwagen von meinen Eltern quasi benutzt. Da stand schon 1-2 Jahre rum. Da dachte ich, wenn ihr eine braucht, meldet ihr euch. Ich räume erstmal nicht voll. Und dann ging das quasi sehr praktisch und kompliziert. Wir sind ja in meinem Wohnmobil, was ich seit einem Jahr habe. Also ich pendel oft mit dem Wohnmobil hin und her. Ja, und ich habe trotzdem meinen festen Space immer hier. Gerade die kurzen Wochenenden, wenn ich da mal nur kurz hier bin, fahre ich mit dem Zug und habe trotzdem hier meine Basis quasi. Keine Ahnung, was geschieht, alle Grenzen überschritten. Wir brauchen nichts als uns. Und kommen wir zu Annette. Und Annette ist die Frau, die hier schon am allerlängsten auf dem Wagenplatz wohnt. Für mich eine wahre Lebenskünstlerin und definitiv auch so die gute Seele des Wagenplatzes. Sie hat immer ein offenes Ohr. Gerade den Sommer über hat sie mir tatsächlich jede Woche mindestens einen riesigen, wunderschönen Blumenstrauß vor meinen Bus gestellt. Das ist übrigens der schönste Hund der Welt und der wird 100. Das haben wir abgemacht und das ziehen wir durch. Also, seit 5 Jahren wohne ich hier. Ich habe auf dem alten Wagenplatz schon gewohnt und was eigentlich nie der Plan war, das ist aus der Situation heraus entstanden und dann habe ich festgestellt, ist cool, ist halt auch für einen Hund cool. Ich habe am Anfang in dem Wagen, in dem die Chrissy jetzt wohnt, gewohnt, das war der Mietwagen quasi. Und dann habe ich über meinen Onkel, der stand in Chemnitz irgendwo rum und war relativ günstig zu haben, schon Tieflader hergebracht bekommen und seitdem ist es meiner. Und dann habe ich noch ein kleines, meine Werkstatt. Die Küchenjorde hat mein Ex-Nachbar Reines gebaut. Den Ofen, den habe ich tatsächlich vor 4 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen, nigelnagelneu. Und da heizt es wie es böse, also ich habe noch nie im Winter gefroren. Ich hasse frieren. Jetzt machen. Du musst nichts sagen. Du musst einfach bloß da sein. Der rote Faden. Ich heiße Theresa und wohne seit einem Jahr auf dem Wagenplatz in Dresden und auch seit einem Jahr in dieser wundervollen alten Oldtimer-Dame mit dem Namen Emma. Ich habe mich bewusst für dieses Leben entschieden, ein sehr einfaches, minimalistisches, naturverbundenes und ressourcenschonendes Leben. Ich merke einfach, wie gut es tut, so viel Zeit draußen zu verbringen. Wir haben halt viel Natur. Eine einzige Tür von drinnen nach draußen. Man ist viel draußen. Man ist halt irgendwie ständig draußen. Dass ich halt viel draußen bin. Dass du einfach draußen wohnst. Es tut richtig gut und man schätzt die sonst sehr normalen Dinge wesentlich mehr. Zum Beispiel haben wir hier keinen festen Wasseranschluss. Das heißt, jeder von uns hier bringt das Wasser, was er zum Trinken braucht, und das Brauchwasser. Entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hier ran. Das heißt, jeder Liter ist wirklich wahrhaft kostbar. Wir sammeln auch Regenwasser, was wir halt auch zum Gießen benutzen, halt für die Pflanzen oder halt auch, wodurch wir die Sommerdusche betreiben zum Beispiel. Also wir haben so einen Wasserfilter. Ja, wenn es natürlich wenig regnet, ist halt auch mau mit Wasser. Genau, dann müssen wir das extra nochmal ranholen. Und Trinkwasser kaufen wir uns, ja. Jetzt. Schlauchrunner zu gewählt. So hier, quasi feine Sommerdusche. Oh, genial.
Wasser müssen wir noch holen bei meinen Eltern. Und das sind ungefähr so 100 Liter in der Woche für alles. Also für Duschen, Kochen, Hunde, eigentlich alles, genau. Energie kriegen wir von der Sonne. Wir haben Solar. Strom ist es gemischt, also wir haben Solar und wir sind an Stromanschluss angeschlossen. Also es gleicht sich aus. Weil der Alltag ja hier zum Beispiel auch daraus besteht, dass man Dinge, die andere Leute, also andere Leute gar nicht drüber nachdenken, ne? Die drehen den Wasserhahn auf, so, da kommt das Wasser raus. Wir müssen das Wasser uns irgendwo holen. Also das ist halt schon auch Aufwand und man lernt die Sachen einfach viel mehr zu schätzen. Ja. Und dafür geht natürlich auch Zeit drauf. Aber es wird einem einfach auch bewusster. Ich lebe hier in meinem kleinen 10 Quadratmeter Wagen, also 5 Meter langer, 5 Meter kurzer Wagen, in dem ich arbeite, in dem ich lebe, in dem ich meinen Alltag zubringe, in dem mein Hund mit unterkommt. Der wohnt unter meinem Bett. Er ist mein Monster unter dem Bett. Also ich habe auch noch mein Materiallager quasi in dem Wagen und meine Bücher. Das letzte Verbleibsel aus der Vierraumwohnung, in der ich vor Wanderschaft gewohnt habe. Ich bin jetzt quasi von 63 Quadratmeter auf 9,4 Quadratmeter geschrumpft und ich finde super. Ich fange jetzt an, das hier auszubauen, zu dämmen, zu streichen, neu zu machen, alles so. Das macht wirklich Spaß. Ich habe heute die erste Nacht hier drin geschlafen, weil ich drüben bei der Jotte einen Mäusebesuch hatte, da ich ein Mädchen bin. Hatte ich da ein bisschen Schiss, weil es ein bisschen eklig ist. Und da haben wir uns gedacht, schlaf mal hier. Und dann früh bin ich aufgewacht, guckst raus und denkst dir, yeah. Das ist so ruhig. Aber jetzt ist es ja auch ruhig. Das ist ja nicht vorbei. Ja, die Wirtschaft, da oben Herze. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Also ich arbeite lieber also weniger und habe dafür halt einfach ein erfüllteres Leben, als dass ich mich kaputt mache, ja, für irgendwas, was mich nicht erfüllt. Ist besser, als wenn du 40 Stunden Woche irgendwo arbeiten gehst und die Sklave von der Wirtschaft bist und dich dem Massenstrom anpasst. Klingt zwar voll abgedroschen irgendwie, aber es ist halt so. Ich bin Schneiderin und mache selber Klamotten, wie man sieht. Ich bin Ingenieur, du konstruieren gerade viel Exponate für Museen. Ich studiere Medizin, bin passionierte Yogalehrerin und verdiene damit mein Geld und auch als Filmemacherin. Ich muss jetzt nicht irgendeinen Job haben, wo ich keine Ahnung wie viel Geld verdiene, nur um glücklich zu sein. Und du bist bestimmt so ein Typ, der den ganzen Tag bloß rumlungert und nichts macht, oder? Genau, ja. Drogen nimmt, Drogen verkauft, Kampfhunde. Nee, Quatsch. Ich bin arbeiten bei einer großen Speditionsfirma in Deutschland und gehe ganz normal 40, manchmal auch mehr Stunden arbeiten und habe ein ganz normales Einkommen und hänge nicht bloß rum und breche Gesetze. Das hier ist mein Arbeitsbereich, also für meinen Zweitjob. Ich mache hier Dreadlocks. Dieser Job hier, der ist halt schön, weil man hat halt viel mit Fremden, oder was heißt Fremden, verschiedenen Menschen zu tun. Ich bin im sozialen Sektor tätig, eigentlich gelernte Ergotherapeutin, zurzeit als persönliche Assistentin tätig, sprich ich begleite behinderte Menschen in ihrem Alltag. Ja, wie man sehen kann,
Christian, Pflegefachkraft. Genau, ich bin Altenpfleger. So verdiene ich mein Geld. Und habe auch ziemlich Spaß dran, meistens. Ist sehr stressig manchmal und ja, aber auch dankbar. Ich mache das gerne. Und der Verdienst ist auch okay. Also ich will mich da gar nicht beschweren, das passt schon. Und da ich auf dem Wagenplatz wohne, habe ich andere Prioritäten und komme gut über die Runden. Ich bin gelernter Schneider und mache das halt auch für reisende Handwerker. Also ich messe die aus, ich mache einen Schnitt aus Papier, ich schneide das zu, wir probieren das an, ich nähe das fertig und dann mit Taschen, mit allem, was ein Mensch so braucht. Was super schön ist, weil man weiß, dass die Klamotte, die man macht, wirklich einen ernsthaften Nutzen hat. Ich habe mich selbstständig gemacht mit einer Kneipe. Das ging den Bach runter wegen Corona oder dank Corona. Und habe aber dadurch für mich jetzt so das Leben neu entdeckt. Also mein anderer Beruf ist Gemüsegärtnerin auf dem Biobauernhof. Ich bin den ganzen Tag mit den Pflanzen unterwegs und die reden nicht mit mir und das ist auch schön. Am Ende des Tages weiß man wirklich, was man gemacht hat. Man zieht die Pflanzen groß, man sieht zu, wie sie wächst, pflegt sie und man kann sie essen. Und man kann auch andere Menschen damit glücklich machen. Hier seht ihr das Gartenprojekt von unserem Wagenplatz. Und zwar sind hier verschiedene Menschen, auch von außerhalb, die sich um die Hochbeete kümmern. Es gibt Tomaten, Salat. Das hier ist ein wunderbares Beispiel für den Wagenplatz, dass man aus sehr, sehr wenig, mit sehr wenig Geld, sehr viel machen kann. Das sind einfach Fensterscheiben, recycelt und funktioniert zu einem Gewächshaus. Das ist krass, was die Leute immer raushauen auf der Straße, was Müll sein soll, wo ich mir noch einen schönen Schrank draus bauen kann vielleicht oder irgendwas anderes. War Geld damit und es ist halt kein Müll. Das spart viel Ressourcen, also ressourcenfördernd auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel angefangen, für einen Hund erstmal einen Platz zu bauen und mir eine Sonnenliege zu bauen und ein kleines Beet angelegt. Dinge aus Holz, Dinge mit Fahrradschlauch, was mir halt gerade so in den Sinn kommt, womit man was basteln kann, das mache ich eigentlich ganz gerne. Verbringe damit meine Zeit, manche Sachen verkaufe ich im Internet, manche benutze ich selber. Manche verschenke ich, Sockenstricken wäre viel zu aufwendig, um dafür Geld zu nehmen. Das Interessante beim Basteln ist ja auch allgemein, dass wenn man so ein paar verschiedene Dinge schon mal gemacht hat oder einfach, weil es halt Not am Mann war, irgendwann traust du dir immer mehr zu und irgendwann stellt sich gar nicht mehr die Frage, kann ich das, sondern nur, wie könnte ich es machen? Ja, genau. Weil man merkt, dass man das selber schon kann prinzipiell. Ja. Und da kann man dann irgendwann auch alles so gefühlt oder halt besser oder schlechter, das ist halt auch die Frage, was man für einen Anspruch an sich stellt. Ja, also vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, wo ich da irgendwo einen Schraubenzieher oder so ansetzen muss. Also da hätte ich keine Ahnung gehabt und dann einfach gemacht, ein bisschen was abgeguckt bei irgendwelchen Leuten und dann kommt man rein und auf einmal baut man sich einen Bauwagen auf. So, nicht professionell, aber es passt auf jeden Fall. Das war wirklich Spaß, ja. Also du fängst halt an, so Sachen zu bauen und irgendwie anzusammeln und zu horten. Wir schmeißen hier nichts weg. Auf keinen Fall. Mehr braucht man nie, denke ich. Und das Altauscho. Ich liebe das Altauscho. Das Altauscho ist, sagen wir mal, ein Schrank, wo man so Sachen hingibt, Secondhand. Also ich kann da Sachen reinlegen, ich kann mir da Sachen rausnehmen. Es gibt dort von Kleidung bis Bücher über Schnickschnack. Also da gibt es einfach alles dran. Da gibt es verschiedene hier in Dresden. 2-3 Stück, glaube ich, ne? Einfach so und hat es schon mal nicht mitgeschrieben. Hat aber rein. Cola klingt gut. Und jetzt hier seit ungefähr 5 Jahren, würde ich sagen. So ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Also ich bin ein geselliger Mensch, ich mag Menschen um mich drumherum. Ich bin nicht gern allein. Du kannst deine Ruhe haben, du kannst aber auch Halligalli haben. Das macht's aus. Man hat auch seine Gemeinschaft, wie in Häusern auch, da geht es auch mal drunter und drüber, aber es ist doch eine andere Gemeinschaft, weil man sich viel öfters begegnet und doch viel mehr Sachen auch zusammen macht, mehr zusammen sitzt. Man hat zwar auch viele kleinere Probleme, die man halt irgendwie im Alltag bewältigen muss, aber es
geht, also vor allem halt so die Gemeinschaft, wenn man halt irgendwas braucht, weil ich ja auch relativ naturwissenschaftlich interessiert bin, wenn man irgendwelche Experimente durchführen möchte, dann ist es halt mal schnell zu Nachbarn zu gehen und fragen, ob die, keine Ahnung, Gaffer haben. Und das ist halt ganz cool. In dem Haus, wo ich vorher gewohnt habe, war das auch noch relativ cool, dass sich wirklich die Nachbarn im Garten getroffen haben und gegrillt haben und jeder dazu kam, der wollte. Aber das findet man, glaube ich, seltener. Und hier auf dem Platz ist es halt was ganz anderes. So, in der Wohnung ist halt so, du kommst in die Wohnung rein. Und wenn du in der Wohnung drin bist, bist du erstmal drin. Bist du, da hast du jetzt nicht unbedingt Bock, nochmal loszuschießen oder so. Und hier, so viel Energie hast du meistens noch, dass du einfach nochmal einen Kreis vom Platz ziehst. Ich habe das schon manchmal früher in der Wohnung, wenn du dann tagelang alleine warst, irgendwie kommt man manchmal auch nicht so richtig raus, wenn da der Antrieb fehlt. Und hier bist du gezwungen, dann hast, du kommst von der Arbeit nach Hause, hast immer Leute um dich rum. Ist halt sehr frei alles, also ich fühle mich sehr frei. Ich schätze die Gemeinschaft hier. Wir sind ungefähr 20 Leute, die hier zusammen leben. Verschiedenste Menschen, die hier aufeinander prallen. Wir treffen uns einmal pro Woche zu einem Plenum, wo verschiedene Dinge besprochen werden. Genau, und dann werden halt Aufgaben verteilt, jeder macht so ein bisschen mit. Ich habe mich zum Beispiel erst seit Anfang dieses Jahres durch mich um den Finanzposten mit kümmern. Man kann sich eigentlich immer was raussuchen. Es gibt immer genug Aufgaben und man macht halt einfach mit, wo man die besten Chancen sieht. Also es gibt so einen Mitgliedskostenbeitrag pro Monat. 25 Euro, da werden eigentlich vorrangig wirklich laufende Kosten bezahlt. Das sind Toiletten, Müll, Strom. Also das kommt dann immer extra drauf für jeden, da hat jeder seinen Stromzähler. Also die Gemeinschaft ist positiv und negativ manchmal. Manchmal will man halt auch alleine sein und dann geht's nicht, obwohl man sich zurückziehen kann. Ich meine, jeder hat seinen Wagen. Also ich kann mich auch in meinen LKW zurückziehen. Das ist schon schön. Also ich finde auch, hier ist eigentlich so mit die gelebteste Demokratie, so wie ich sie hier erfahren habe, weil du einfach merkst, wie anspruchsvoll das auch sein kann, in der Gemeinschaft zusammenzuleben. Und wie du gesagt hast, Kommunikation ist einfach echt alles, alles. Auf jeden Fall, ja, unbedingt. Sonst funktioniert das nicht. Richtig. Ja, genau. Und zwar direkte Kommunikation. Richtig, ja. Und dein vierbeiniger Freund? Mein vierbeiniger Freund, das ist der Strolch und die Koka. Die Koka, die ist eins, der Strolch, der ist 18. Das ist das Ehrlichste, was es im Leben, was es in meinem Leben gibt. Also das ist wirklich das mit Abstand das schönste Geschenk, was ich je bekommen habe. Und für das bin ich dankbar. Der gibt so viel, das ist, der liebt dich völlig unvoreingenommen. Einfach weil du bist, wie du bist, wer du bist. Punkt. Ja, das, und das ist, was sich wahrscheinlich jeder Mensch wünscht. Das ist unbezahlbar, wirklich. Es gibt einen so viel. Das ist toll. Ansonsten machen wir gerne laut Musik. Das ist sehr häufig auch in Mietshäusern ziemlich problematisch, halt zum Beispiel da künstlerisch tätig zu sein. Also genügend Schallraum zu haben, sage ich mal. Ne? Das ist das, der Vorteil auf jeden Fall auf dem Wagenplatz. Und es gibt zwar da auch immer wieder Konflikte, beziehungsweise muss man auch natürlich auf die anderen Rücksicht nehmen, ist aber in einem anderen Ausmaß als jetzt in der Wohnung. Mhm. Weil es ja durch dieses selbstbestimmte Leben dazu kommt, dass du auch mit jeder Macke von jemand anders leben kannst, weil ein bisschen weniger Regeln heißt ja auch, dass man sich mehr entfalten kann. Und dann kommt ja nicht nur das Gute zum Vorschein, auch das Schlechte, aber es hält sich alles sehr gut in der Waage. Ja, hier die Probleme, die kennt man ja zu laut. Also für mich ist das zumindest ein Problem, dass halt, ich meine, ich kann es natürlich verstehen, wenn manche Menschen halt Lust haben zu feiern und mal laut zu machen. Aber wenn man selber sich einfach mal nach Ruhe sehnt, ist es manchmal doch ein bisschen anstrengend. Die letzten Wochen war es für mich dann einfach, ich bin hier bald weg. Dass ich mich da dann drauf gefreut habe, dass ich gesagt habe, ich ertrage es jetzt halt noch eine Weile, so wie es ist, und dann kommt ja eh was Neues. Es gibt immer mal ein paar Wehwehchen, aber es gibt auch viele, viele schöne Momente, oder wo man was zusammen macht, zusammen plant, zusammen baut. Also Sachen, die jemanden verbinden. Und am Rest ist es wie in jeder größeren Wohnung oder Eingang, wo man lange wohnt. Mit dem eben Nachbarn hat man mehr zu tun, mit den anderen ist bloß Tag und Tschüss halt so. Das unterscheidet sich, glaube ich, nicht so, so viel zu konservativen Wohnformen. Manche Menschen stellen sich das so vor, dass wir alle miteinander gut befreundet sind und jeden Tag zusammen was machen. Aber dabei ist es so, man hat dann doch eher vereinzelt die Leute sich rausgepickt, mit denen man halt gut kann, und macht dann halt auch was mit denen zusammen.
Darf ich mir kurz deinen Akkuschrauber ausleihen? Ja. Für zwei Schräubchen. Der ist da. Mit Deutsch drücken Sie bitte die 2. Check. Man weiß halt nicht, ob es 5 vor 12 oder 5 nach 12 ist. Da kann man sich entscheiden, ob es noch Handlungsbedarf gibt oder ob es eh schon zu spät ist. Immer eine Entscheidungssache. Ich habe ehrlich gesagt keine große Gemeinschaftslebenerfahrung. Also ich habe mal in kleinen WGs gewohnt für ganz kurze Zeit und ansonsten halt immer mit einem Partner zusammen. Und das ist halt wirklich das erste Mal, dass ich halt in so einer großen Gemeinschaft lebe. Ja, deshalb bin ich auch ganz froh, wenn ich dann halt doch ab und zu mal meinen Rückzugsort habe, dann für mich sein kann. Das ist halt das Praktische, dass wir uns den Wagen halt auch so ausgebaut haben, dass die Küche und alles gleich alles drin ist, dass man dann nicht raus muss, wenn man keine Lust hat auf Menschen. Im Notfall könnte ich mir auch einen anderen Platz suchen oder jede Woche oder jeden Tag woanders stehen. Das ist zwar ein bisschen nervig, weil das Auto immer mit muss wegen Arbeit und man ja auch nie weiß, wie lange kann man woanders stehen, bis man jemand stört, aber es ist nervig, aber regelbar. Deswegen ist es für mich schon mal leichter, als einen festen Bauwagen zu haben, der einen festen Platz braucht. Optimal ist natürlich nicht. Ich hätte gerne auch was, wo man ankommt und was machen kann. Und Ideen dafür ist ja schwierig gesagt, an die Stadt gehen wegen Wagenplätzen. Wem es da interessiert oder nicht, ist halt immer so ein Ding. Und Freiräume schaffen ist ja auch, dass die Stadt Grundstücke haben muss, was ja auch für die Stadt immer mehr schwieriger wird, weil ja alles privatisiert wird. Weil immer wenn was illegal ist, fragen sich ja Leute, gerade die das nicht kennen, was wird da gemacht? Das ist so im Dunkeln alles und das ist schlecht. Das ist dadurch auch wenig transparent durch die gezwungene Illegalität oder diese Grauzone, wo man sich da bewegt. Geduldet. Warum geduldet? Weil es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Aha. Und der Platz niemandem gehört. Das gehört einem Investor, der lässt uns hier wohnen. Aber der Investor will sozusagen irgendwann verkaufen oder bauen. Aber so lange könnt ihr bleiben. Ja. Bis der euch da kündigt. Bis der quasi hier verkauft, ja. Und ist hier ein Kommen und Gehen? Cool. Ehren kommen. Ehren kommen, weniger gehen. Wir merken auf dem Platz, dass wir extrem viele Anfragen haben zeitweise und aus allen Nähten platzen und die Leute gar nicht mehr aufnehmen können. Also die Nachfrage ist auf alle Fälle da. Und es gibt, glaube ich, viele, die sowas gern mehr machen würden. Also es gibt genauso viele Dauercamper, wie es schon Tiny House-Siedlungen gibt. So. Und auch da ist es überall noch ein bisschen umständlich bei dem ganzen Baurecht und das und jenes. Und da wäre es auf alle Fälle, denke ich, ein gutes Modell, wenn es das öfter geben würde und auch legaler und einfacher möglich wäre. Wenn wir die Aussicht haben, hier ein längeres Projekt draus zu machen, würde sich auch der Aufwand lohnen, im Prinzip für einen Wasseranschluss nochmal zu sorgen. Wir sind ja immer so in der Schwebe, bleiben wir oder bleiben wir nicht? Einfach, es ist immer so eine Grauzone, auch rechtlich. Man kann uns immer irgendwie einen Stein in den Weg legen, weil irgendwas rechtlich dann nicht klar ist oder es gibt immer 1000 Gesetze und dann guckt man, welche man sich raussucht in der Stadt oder welche nicht oder wo man drüber hinwegsieht und wo nicht. Und wenn es da klare Strukturen gibt, wäre das schon auf alle Fälle ein Vorteil, auch für beide Seiten, denke ich. Weil die Leute sind nur einmal da, die gern so leben wollen und ich denke, das hat auch eine Zukunft irgendwie, dass viele junge Menschen eigentlich einfacher leben wollen. Man besitzt dann auch deutlich weniger automatisch. Ansonsten zusammenschließen mit Projekten, mit anderen Leuten mehr oder weniger und gucken, was man sich vielleicht selber leisten kann, um sich selber ein Grundstück zu schaffen und dann zu gucken, ob man es privat hält für die Leute oder ob man eine Art Wagenplatz macht, irgendwie so eine offene Community halt. Das gibt schon einige Möglichkeiten, aber muss halt immer andere Leute mitspielen oder das Geld halt leider so, weil Grundstückspreise sind ja bekannt. Ansonsten ist das Leben hier sehr schön und grün draußen, an der Luft. Und natürlich auch die Möglichkeit, mit seinem LKW dann natürlich auch wegzufahren und dann andere Orte zu besuchen, dort mal zu stehen, also zu traveln. Ich habe zum Beispiel ein Lastenrad, damit wollte ich eigentlich reisen, den Hund vorne reintun, ein paar Klamotten von mir und einfach losfahren, gucken, wo es hingeht. Das ging jetzt leider aufgrund von Corona nicht, aber dann machen wir jetzt halt kürzere Trips und vielleicht machen wir das nächstes Jahr.
Ja, wir haben uns jetzt halt in einer kleinen Gruppe ein Grundstück gesucht und zu siebt sind wir insgesamt. Und da wollen wir uns gemeinschaftlich ein kleines eigenes Projekt aufbauen. Also ich freue mich wirklich sehr auf Ruhe und Natur. Bin halt aber auch sehr gespannt, also wie es halt so ist, in einem kleineren Ort zu leben, ja, in dem man wahrscheinlich selber vielleicht mehr auffällt dadurch. Es tendiert dann natürlich Richtung Ruhe, Natur und coole Leute halt. Ne? Manchmal muss man Abstriche machen, ne? Abstriche, ja. Mach gerade einen LKW-Führerschein. Dann nach Spanien und Italien, was weiß ich. Das ist so mein Traum. Ich würde gerne dann irgendwann auf ein Grundstück irgendwo auf dem Land mit Tieren und ja, und genau, und mit Kindern und so heile Welt halt. Ne? Und selber Gemüse anbauen, autark legen komplett und sowas, genau. Das wäre mein Traum. Und ob ich immer so leben möchte, mein Leben lang in so einem Bus, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Ich habe aber aufgehört, so in 5 oder 10 Jahresplänen zu denken, sondern jetzt im Moment fühlt es sich einfach richtig an und gut und deswegen mache ich das gerade so. Für mich nicht in die Zukunft sprechen, ich würde aber sagen, dass ich mir es vielleicht ein bisschen anders vorstellen würde, aber so was im Sinne von Bauwagenleben oder allgemein so Jurtenleben schon. Danke! Yeah! Yeah! Richtig gut! Das ist cool!